Also, ich will mit euch heute reden und zwar über was ganz Feines und zwar, ihr seid jetzt wirklich die Ersten, die es von mir erfahren und zwar seit rund 2000. Herum, 2012 so, sind wir in den kosmischen Frühling eingetreten und ja, die Eiszeit ist vorbei, der kosmische Winter ist vorbei und Moment, bitte, kurz ernst, das ist wirklich ernst. Ja, also möglicherweise durch das, dass wir jetzt ins Zeitalter des Wassermanns eingetreten sind, vom Fischezeitalter weg, vom Zeitalter der Aufopferung weg, ins Zeitalter der Erneuerung so. So, der Wassermann, er steht ja dafür, dass er neue Wege beschreitet, so der verrückte Wissenschaftler, so, gell? Und das heißt, wir werden jetzt neue Forschungsgebiete ergründen, wir werden neue Technologien ergründen, die mit dem goldenen Zeitalter, mit der goldenen Phase, dem kosmischen Frühling, der uns jetzt bevorsteht, im Einklang ist. Goldene Städte werden errichtet. Goldene Städte, also einfach halt, ja, dass die Schwingung, die Ausstrahlung halt von den Menschenmassen ins Positive übergeht. Also, dass die Leute halt nicht mehr nur so depressiv sind und Obizan und ihren komischen Lifestyles hinterherrennen, sondern dass halt alles wieder so gemütlich halt wird, so normal einfach. Ja. Und wird noch zu Überschwemmungen kommen, der Wassermann, der schüttet ja das Wasser drüber, wird noch zu Überschwemmungen kommen, wird noch zu Katastrophen kommen, um die ganzen Länder zu reinigen, gell? Wird noch zu all dem kommen, aber danach, nach dieser Phase, erwartet uns Glorreiches. Glorreiches, meine Lieben, glorreiches. Und meine lieben Menschenfreunde, es dauert nicht mehr allzu lange, ihr müsst es so sehen. Ein Menschenleben ist so wie so ein Seelentag, gell? Das kann man so sehen, wenn man mag. Und wenn man das alles aus einer ganz weit größeren Perspektive betrachtet, dann ist es nicht mehr so zach so auf dem Planeten. Dann denke ich mal so, ja, egal was ich tue, so ich versuche mit jeglicher Handlung so, soweit es mir in meiner Position möglich ist, dem goldenen Zeitalter, dem goldenen Haarsein zu entsprechen. Indem ich diese pure Freude und Liebe ausstrahle. Ja, und sie euch zusende mit dieser Kerze hier, die ihr die ganze Zeit da unter mir heute, damit das Video so ein bisschen magic. Ja, und ja, jetzt könnt ihr halt noch ein bisschen was aus meinem Privatleben erzählen. Diese Option steht halt offen. Aus meinem Privatleben kann ich euch sagen,